Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen neuen Projekt, was ich gerne mit euch starten möchte. Und zwar handelt es sich dabei um Mashinki, ein Spiel, was ja, man kann sagen, eine One-Man-Show ist, denn das Spiel wird von einem einzigen Herren, dem guten Jan Zeleny, entwickelt. Und wie ihr hier schon selbst lesen könnt, arbeitet er bereits seit 7 Jahren an diesem Spiel. Und das Ganze ist, ja, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Railroad und Transport-Tycoon. Den Älteren unter uns wird das vielleicht noch was sagen. Ich kenne es selber, das war so meine Jugendzeit, habe es sehr gerne gespielt, beides. Und einer sehr, sehr hübschen 3D-Grafik. Ihr werdet das gleich sehen. Wir bauen uns ein Eisenbahn-Imperium auf und das Spiel hat fast durchweg positive Bewertungen auf Steam. Es ist seit 2018 im Early Access. Das hat aber nichts zu heißen. Es ist sehr stabil, es hat kaum Bugs. Es wird immer sehr schnell geupdatet. Es soll 7 Zeitalter geben, vom Dampfzeitalter bis zum leicht futuristischen Zeitalter. Das steht ja auch hier. Und 6 Zeitalter sind mittlerweile schon verfügbar. Ja, was ist noch nicht fertig? Der Multiplayer-Zugführermodus, man kann seine eigenen Züge fahren. Zurzeit kann man bei der KI mitfahren oder AI, wie es hier steht. Icons, Tooltips sind noch nicht komplett, aber trotzdem schon sehr, sehr weit. Und es gibt ab und an noch Platzhalter für Grafiken und Texte. Ich habe in den 10 Minuten, die ich bisher in das Spiel reingeguckt habe, noch nichts gesehen. Und hier... es soll einen Multiplayer mit bis zu 8 Spielern geben, mehr Geschichten, Aufgaben, Herausforderungen und Spielevents vom spielergesteuerte Züge, hatte ich ja eben schon gesagt, Mod-Unterstützung im Workshop gibt es auch schon einige Mods, werden wir uns dabei zugegebener Zeit auch mal anschauen und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Es ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt einen Karteneditor, es gibt wie gesagt Mods. Und aber ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein neues Spiel. Und dann seht ihr hier, könnt ihr euch eine generierte Karte erstellen oder aus vorgefertigten Karten hier was auswählen. Oder halt hier bei erweitert noch zusätzliche Einstellungen vornehmen. Ihr könnt hier euren Anfangskredit wählen. Ne? Könnt ihr hier die Schwierigkeit einstellen. Schwer, einfach, normal. Wir nehmen mal normal. Werden auch die Anleitung, also das Tutorial spielen und ja, es gibt hier Auto-Leveling auf Terrain. Das bedeutet, dass das Terrain sich automatisch anpasst, wenn man Schienen legt und einiges mehr. Wir gehen mal auf die generierte Karte. Hier gibt es Alpen und den Wilden Westen. Wir spielen aber mal Alpen. Nehmen jetzt ja, mal so eine mittlere Karte. Hügel kann man hier die Dichte auswählen und es ist auch schön, wie sich rechts hier die Karte verändert. Wir nehmen alles mal Mittel, würde ich sagen. Seen nehmen wir auch Mittel und dann kann man hier noch das Startzeitalter festlegen, muss man aber erst im Spiel freischalten. Okay, auf geht's, würde ich sagen, in Mashinki. So, das frühe Dampfzeitalter. Durch die neuesten Entdeckungen in der Metallurgie und die geplante Öffnung der ersten Gießerei in dieser Region sind unsere Ingenieure kurz davor, große Fortschritte in der Dampfmaschinenentwicklung zu machen. Sie werden bald die Fähigkeit haben, schnellere und größere Dampflokomotiven zu bauen. Alles, was sie brauchen, um ihre jahrelange Arbeit zu vollenden, sind Ressourcen. Die Aufgabe ist, 100 Ressourcen jeweils zu investieren. Und hier seht ihr auch, wir haben den 7.12.1920 und am 7.01.1930 wird das nächste Zeitalter freigeschaltet. Und als Belohnung kriegen wir dann, wenn wir hier die 100 je investiert haben, den Eintritt ins nächste Zeitalter. Und hier haben wir dann noch mehr Missionen. Willkommen bei Mashinki. Wir sind der Besitzer eines kleinen Transportunternehmens. Du wirst Schienen verlegen, Fahrzeuge kaufen, Waren und Fahrgäste transportieren und versuchen, dein Unternehmen zum finanziellen und technologischen Erfolg zu führen. Dies ist deine erste Aufgabe. So, hier können wir uns jetzt die Belohnung abholen. Und dann kriegen wir hier natürlich, wie es im Tutorial üblich ist, natürlich Hilfestellung am Anfang.
Hier haben wir dann verschiedene Aufgaben. Die roten sind Ära-Aufgaben. Schreite zur nächsten historischen Ära voran mit neuen Industrieketten, neuen Fahrzeugen und so weiter. Dann haben wir Ereignisaufgaben, große epische Aufgaben, welche mit der Gesamthandlung oder mit anderen Aufgaben verbunden sind. Die Anleitungsaufgaben, lerne neue Funktionen oder erforsche hunderte Geheimnisse in Maschinkis. Und Sandbox-Aufgaben generiert Aufgaben auf der Karte. Ne? Haben wir hier immer farblich. Können wir uns auch die Belohnung abholen. Zoome mit dem Mausrad. Das können wir auch mal machen. Dann zoomen wir mal ran. Drücke die Maustaste. Dann können wir hier links und rechts uns drehen. Und mit der rechten Maustaste können wir dann nach links und nach rechts uns bewegen. Zahlreiche Token kann man erhalten. Geld, Holz, Kohle, Eisen und mehr. Jede Ära schaltet einen neuen Typ frei. Also das Grüne ist unser Geld. Das sehen wir auch hier unten. Zuerst formen wir einen Hügel oder ein Tal. Dazu musst du das Gelände stark verändern. Wechsle in den Baumodus durch Drücken der Leertaste. Das ist nämlich unser Baumodus hier. Und das erinnert wirklich sehr stark an alte Tycoon-Spiele, insbesondere Transport und Railroad Tycoon. Und mit der Leertaste können wir dann auch wieder in die hübsche 3D-Grafik hier rüber switchen. So, wechsle in den Baumodus. Und da müssen wir dann hier unten die Planierraupe auswählen. Gelände anheben oder senken, das kennt man ja alles aus anderen Spielen. Gelände anheben müssen wir. So, zack. Hier mit links kann man anheben. Hätten wir das auch. Öffne das Vorlagenfenster. Dort kannst du bestehende Vorlagen nutzen oder neue Vorlagen erstellen. Okay. Schieben das mal hier rüber, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und hier haben wir dann Vorlagen. Das seht ihr auch, ist alles noch auf Englisch. Junction for Single. Das würde ich sagen, nehmen wir einfach mal. Wo bauen wir das hin? Wo haben wir ein Städtchen? Hier haben wir Mörs. Lustig, hatte ich in Transport Fever 1 auch mal als Karte, als Stadt auf meiner Karte. Und dann seht ihr hier, kriegen wir hier 5 Holz. In diesem Spiel geht es, das können wir zumachen, geht es darum, Eisenbahnstrecken zu bauen. Die einfachste Strecke ist zwischen 2 Bahnhöfen, verbunden mit einem Lokschuppen. Bahnhof, Station, Schienen, Lokschuppen. Da haben wir hier unten. Zu Beginn transportieren wir Passagiere zwischen Esslingen und Oberhausen. Okay, dann habe ich das doch falsch gebaut. Eisenbahn auswählen. Platziere als erstes den Bahnhof. Fracht wird in Bahnhöfen ein- und ausgeladen, sowie zwischengelagert. Gebäude beziehen Rohmaterialien von Bahnhöfen und bringen Produkte zurück zu den Bahnhöfen. Okay. Wähle Station. Erste Strecke. Platziere jetzt den Bahnhof nahe bei der Station. Den Bahnhof nahe bei der Station. Jeder Bahnhof hat einen Radius von nur 2 Feldern. Der Radius kann aber später mittels Verbesserung des Bahnhofs vergrößert werden. Gut, Esslingen ist hier. Wo war jetzt Oberhausen? Da unten. Also würde ich sagen, bauen wir den Bahnhof doch mal hier hin. Einen Moment. Ah, okay. Zack. Und dann natürlich auch nochmal hier. Ich würde sagen, bauen wir doch hier hin. Ach, das geht gar nicht. Nochmal abreißen. Genau. So. Dann bauen wir den nämlich hier hin. So. Wähle das Werkzeug für den Eisenbahnbau. Nun kommt der schwierige Teil. Verbinde die beiden Stationen. Keine Angst, es kostet nichts. Probiere es aus. Benutze die Planierraube, um ein Feld leer zu räumen. Gelände zu heben und zu senken. So, dann machen wir das doch mal. Ich sage, fahren wir hier.
Ah, guck mal. Kann man zack verbinden. Ich möchte die aber einmal hoch. So. Fahren wir hier hinten rum. Einmal hier durch. Und das senken wir mal, damit wir hier schön gerade durchkommen. Und einmal. Na, Moment. Nee, das wollte ich nicht. Einmal wieder weg. So. Wahnsinn, du hast es geschafft. Bau nun einen Lokschuppen, damit du Züge bauen kannst. Das machen wir doch. Platziere den Bahnhof auf der Karte, indem du linke Maus benutzt. In das hervorgehobene Gebiet. Ich würde doch sagen, mit M kann man ihn drehen. Ah, hier. So, sehr schön. Perfekt, wähle nun den Reiter für neue Lokomotiven. Okay, der ist schon offen. Da haben wir hier zwei Stück. Einmal die Baldwin und einmal den Porter. Baldwin hätten wir uns nicht leisten können. Der kostet nämlich hier 20 Holz. So. Öffne den Reiter für neue Wagenfenster. Oh, da haben wir ja schon ein paar hier. Pullman kann 8 mitnehmen. Okay, der kann Holz, der kann Bretter. Nehmen wir doch die hier. Nehmen wir drei Stück. Ah ne, er wollte Pullman wagen. Alles klar. Wie kriege ich die jetzt wieder weg? Ah, hier. Ah, okay. Genau. So, das hätten wir geschafft. Du hast deine erste Strecke erstellt. Die Fahnen starten und stoppen deinen Zug. Auf der Karte kannst du die Streckenliste manuell anpassen. Spring in den Zug, fixiert die Kamera auf Züge. Okay. Auf geht's. Strecke. Von hier nach hier. Ach, okay, muss man noch mal drauf drücken. Von hier nach hier. So. Ah, jetzt kommt er. Da kommt unser erster Zug und sieht das nicht schick aus hier? Herrlich. Ach, wunderbar. Den kann man sogar hinten reinsetzen. Das ist doch schick. Hier sehen wir die Geschwindigkeit, wie viel PS, wie viel Tonnen. Oh, das ist doch herrlich. Sehr, sehr cool. Wirklich.
der Sound. Passt natürlich jetzt nicht zum europäischen Setting, hier Denver Western, aber stehen denn hier auch Leute? Ne, hier steht keiner. Das sieht man nicht. Das scheint nicht animiert zu sein. Ist auch gar niemand eingestiegen. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für Ihr Unternehmen. Hier gibt es praktisch keine Infrastruktur. Sieh es als Vorteil für dich. Ich denke, es wäre am besten, mit dem Transport von Menschen zu beginnen. Es ist ein billiger Weg, um etwas Geld zu verdienen und das Unternehmen zu starten. Ebner Double Buy Consultant. Okay. Erste Strecke. Das hätten wir. Na, können wir einsacken. So. Dann schauen wir mal. Ob hier jemand wartet? Das sieht auch nicht so aus, ne? Können bestimmt auch irgendwo vorspulen. Hier. Hier können wir vorspulen. Und dann schauen wir mal, ob hier jemand einsteigt. Ah, schaut mal. Jetzt haben wir doch jemanden im Zug. Aber leider sitzt keiner drin. Naja, ist jetzt auch, ne? Man darf nicht vergessen, es ist Early Access. Und wir spielen ja hier auch kein Transportfieber. Wir sollen ja hier unser Eisenbahnimperium aufbauen. Aber ist das nicht schick hier? Die Signale. Hier der Wasserturm, also das dreht sich ja dann, dann kann Wasser aufgefüllt werden. Sehr, sehr schick. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, wo haben wir es denn? Hier. Guckt mal. Das Spiel entwickelt ein Mann und der kriegt es hin, Sonnenblumenfelder zu erstellen. Richtig schönes Gras, was auch unterschiedlich hoch ist, unterschiedliche Farben hat. Dann haben wir hier noch mehr Felder. Das sieht halt alles sehr, sehr schick aus. Und man da an Transportfieber denkt, ist schon ja ein bisschen komisch, dass das Urban Games nicht hinbekommt. Ah, hier sehen wir auch, wie viele da warten. Hier warten 3. Hier fliegt unser Geld rein. Lieferung von Holzstämmen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Jack Tamiel, LMBR Deputy Company. Unsere Gesellschaft plant, in die Entwicklung der lokalen Industrie zu investieren. Deswegen habe ich Sie kontaktiert. Zuerst müssen wir Holzstämme an unsere Sägewerke liefern. Wälder sind hier überall, also sollte es kein Problem sein, sie zu finden. Wenn es Ihnen gelingt, bezahlen wir Sie gut und könnten mehr Arbeit für Sie haben. 100 Holzstämme in ein beliebiges Sägewerk. Das ist eine zeitliche Begrenzung? Nein, ne? Nein. Sehr schön. Okay, der Zug ist auch wieder voll. Spulen wir nochmal vor. Naja, und das ist halt schon echt klasse, diese Bauansicht. Und dann kann man per Knopfdruck einfach zack in diese wunderschöne 3D-Ansicht wechseln. So, und wenn der Zug dann drüben angekommen ist, ah, man kann sogar den Zug benennen. Herrlich. Sehr cool.
steigen noch mal ein. Ah, das ist schon. Es hat einen richtig schönen Flair, das muss ich echt sagen. Und wie gesagt, das geht ja dann auch ein bisschen Zeitalter der Moderne. Dann haben wir dann Oberleitung und da freue ich mich schon richtig drauf. So. Schauen wir mal. Nimm deine Belohnung. Sehr schön. So. Holzstämme, da haben wir hier Wald. Müssen das doch eigentlich. In beliebiges Sägewerk. Wir haben hier den Wald. Kohlemine. Ah, hier ist Sägewerk. Da können wir hier vom Wald in das Sägewerk liefern. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Das soll es gewesen sein für Folge 1. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt mir nochmal eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn ihr dem Kanal was Gutes tun wollt, dann findet ihr da auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.